Südwesttextil-Ausbildungsförderung. Zum ersten Mal seit der Einführung der Südwesttextil-Ausbildungsförderung pro Azubi 200+ haben die Mitgliedsunternehmen alle 80 förderfähigen Stellen mit jungen Azubis besetzt. Seit 7 Jahren bezuschusst der Verband die von seinen Mitgliedern zusätzlich geschaffenen Ausbildungsstellen anfänglich mit 200 und seit einigen Jahren mit 300 Euro monatlich. Die Nachfrage und das Engagement waren schon immer groß, aber in diesem Jahr werden alle Rekorde gebrochen, so Hauptgeschäftsführer Dr. Markus H. Ostrop. Textilkennzeichnung neu geregelt. Eine neue europäische Textilkennzeichnungsverordnung regelt künftig die Rohstoffkennzeichnung von Textilwaren. Sie wurde bereits am 19. Juli formell gebilligt. Die neue Verordnung wird unmittelbar in den EU-Mitgliedstaaten gelten. Dadurch können Innovationen im Faserbereich schneller bei der Kennzeichnung berücksichtigt werden. Vom europäischen Etikett ist die Branche leider noch weit entfernt. Vielsprachigkeit sowie unterschiedliche nationale Regelungen zur Pflege- und Größenkennzeichnung bleiben bis auf Weiteres erhalten. Auch die Made-in-Diskussion ist noch nicht vom Tisch. Neuer Mitgliederbereich von Südwesttextil. Gut strukturiert und optisch modern aufbereitet präsentiert sich der neue Mitgliederbereich der Südwesttextil-Verbandsseite. Mit neuester Technik stellt der Verband seinen Mitgliedern eine umfangreiche Datensammlung zur Verfügung. Insbesondere das Finden von Dokumenten, Musterverträgen oder Seminarunterlagen wird nun noch schneller und einfacher. Veranstaltungen. Am 19. Oktober findet im Stuttgarter Haus der Wirtschaft ein von der AFBW mitveranstalteter Kongress zur Faserverbundtechnologie statt. Ziel der Veranstaltung ist es, der mittelständischen Industrie Marktchancen und Zukunftspotenziale für Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich Faserverbund aufzuzeigen. Am Donnerstag, den 27. Oktober um 19 Uhr laden der Förderverein der GATEX und der Verein Deutscher Textilveredelungsfachleute VDTF zur Vortragsveranstaltung Neues von der ITMA in die GATEX Bad Säckingen ein. Unternehmensvertreter von Elmatex, Dornier und Rieter geben dort einen Überblick und präsentieren Neuheiten.